herzlich willkommen zurück zu Elex 2. Ja, wie es scheint, müssen wir tatsächlich jetzt erstmal Level 30 werden, um weitermachen zu können mit der Hauptquest. Oh, und so viele Nebenquests haben wir auch gar nicht mehr offen. Wir werden einfach nochmal zu Papi gehen. Nochmal mit dem sprechen. Vielleicht kann man noch den ein oder anderen EP herausquetschen und ansonsten werden wir die Welt erkunden und noch ein bisschen Viecher töten. Und vielleicht entdecken wir noch die ein oder andere Quest. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit den Gefährten noch weitergeht. Mit Fox haben wir ja gerade erst angefangen zum Beispiel. Und die anderen haben ja auch noch Missionen offen, auch wenn die sehr repetitiv sind. Müssen wir mal gucken. Wir kriegen das schon. Irgendwie das gefühlt. Also die Spielzeit wird hier natürlich dann noch ein bisschen weitergehen. Das auf jeden Fall. So, vor allem wenn ich jetzt hier diesen Berg immer wieder runterrutsche, dann geht das natürlich noch viel, dauert das alles noch viel länger. So. Gut, hier ist Papi. Den werden wir mal aufwecken. Schläft eh nicht. In einem Punkt hast du recht. Dawkins hat tatsächlich den Versuch gestartet, mit den Skyans zu verhandeln. Was das nun für mich oder die sechste Macht bedeutet, ist erst einmal irrelevant. Viel wichtiger ist es, wie gerade du davon wissen konntest. Ich kenne Dawkins. Ich habe viele Jahre unter ihm und seiner Höhenmaschine gedient. Außerdem sah ich ihn, wie er das Land Marakor betrat. Tja, und wie ich vermutet hatte... Wie auch immer, das sollte dir jetzt aber doch zeigen, dass ich von Nutzen für dich und dein Vorhaben sein kann. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Frage. Wenn du Dawkins gesehen hast und immer noch einen Groll gegen ihn hegst, warum hast du ihn denn nicht angegriffen, jetzt wo er verwundbar ist? Dieses Monstrum lässt sich nicht einfach so in freier Wildbahn erledigen. Dawkins hat die Jahrhunderte überlebt und spielt immer ganz oben mit im Gefüge der Mächte von Margalan. Ein einfacher Alp-Commander wie ich wird ihm dann nicht im Wege stehen. Ihn loszuwerden bedarf schon ein wenig mehr, wenn es überhaupt möglich ist. Schluss mit den Spielchen. Sag mir endlich, wie ich die Former der Skyans lahmlegen kann. Na schön, hör zu. Die Former nahmen ihren Betrieb auf, sobald sie vom Himmel auf dem Boden auftrafen. Der größte von ihnen, der Hauptformer, steht in Marakor und dient den Skyans als Hauptquartier. Sie nennen ihn selbst Cassandra. Im Kern eines jeden Formers befindet sich eine Art Flugmaschine, um die herum sich eine organisch-kristalline Struktur gebildet hat. Darin verbauten sie verschiedene Zellen, um den Terraforming-Betrieb und das Züchten ihrer Kreaturen voranzutreiben. Du musst bis zu der Zentralrechnerzelle eines Formers vordringen. Jeder Rechner dort wird von einer künstlichen Intelligenz des jeweiligen Formers betrieben. Okay, also muss ich diese Zentralrechner zerstören. Das wird nicht reichen. Wie ich schon sagte, die Former haben alle schon ihren Betrieb aufgenommen. Du musst sie so umprogrammieren, dass die Zellen ihre Prozesse verlangsamen oder bestenfalls sogar gänzlich stoppen. Es wird möglicherweise eine gewisse Zeit dauern, bis so ein Ding gänzlich den Betrieb einstellt, aber er wird es, sobald der Prozess einmal umgepolt wurde. Ich bin kein Techniker. Nein, aber eine unserer Drohnen könnte es schaffen. Ich habe tagelang in der Nähe ihres Hauptformers in einer Höhle gesessen und den Datentransfer der Skyans abgehört. Dabei stieß ich auf Codefragmente eines Schlüsselalgorithmus, der an die anderen Former übermittelt wurde. Hier, übergib sie an eine unserer Drohnen. Es dürfte für sie kein Problem darstellen, den Schlüsselalgorithmus zu komplettieren und zu verwenden. Die Schnittstellen der Skyan-Technologie sind der unseren sehr ähnlich. Bringe deine Drohne bis in die Zentralrechnerzelle eines Formers und lass sie einfach ihre Arbeit machen. Wenn du es schaffen könntest, wenigstens zwei Former auf diese Art lahmzulegen, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Zwei, das geht aber. Ich hatte jetzt eher mit fünf oder so gerechnet, oder sechs.
Die Skyans sind sicher nicht sonderlich erbaut davon, wenn jemand in ihren Formen herumgeistert. Nein, darum ist es deine Aufgabe, sie daran zu hindern, deine Drohne zu zerstören, während sie versucht, die AI der Zentralrechnerzelle umzupolen. Außerdem, du wirst eine so wichtige Mission ja wohl auch nicht einem Robot überlassen wollen, oder? Und das weißt du alles aus reiner Beobachtung, ja? Ich sagte doch, ihre Schnittstellen sind den unseren sehr ähnlich. Nur so ergibt es Sinn. Welche Former soll ich versuchen zu deaktivieren? Der eine ist vermutlich so gut wie der andere. Ich weiß nicht, welcher von ihnen vielleicht weniger bewacht wird als die anderen. Du hast die freie Wahl. Suche dir einfach zwei davon aus, bei denen du dein Glück versuchst. Warum nur zwei? Warum nicht alle? Du kannst auch versuchen, jeden von ihnen zu deaktivieren. Aber ich schätze, dass deine Drohne schon nach zwei von ihnen eine Unmenge an Daten über die Technik der Skyans gesammelt hat. Mit diesem Wissen lohnt sich vielleicht schon ein Blick in Richtung Marakor. Okay, das ist aber nett. Also man könnte natürlich noch mehr machen. Gibt bestimmt tolle XP, die wir brauchen. Ja. Was weißt du noch über die Skyans und den Hauptformer in Marakor? Cassandra ist außerordentlich gut gesichert. Eine Armee von Soldaten bewacht die einzelnen Zellen des Formers. Das ist leider bei weitem noch nicht alles. Cassandras Umland wird beherrscht von den bizarren Kreaturen der Skyans. Aber das Schwierigste wird sein, den Kern des Hauptformers lahmzulegen. Es gibt noch weitere diverse Probleme, über die wir stolpern werden. Aber ich weiß in den meisten Fällen, was wir tun müssen, um sie zu lösen. Du meinst, du kannst uns in die Höhle des Löwen bringen? So ist es. Du siehst, du wirst von meiner Expertise profitieren. Reden wir also über die Gegenleistung, die ich dafür fordere. Natürlich. Langsam, Vardek. So weit sind wir noch nicht. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast. Mag sein, aber es gibt im Moment nun einmal wichtigere Dinge. Unsere nackte Existenz steht auf dem Spiel. Wenn wir das alles überstanden haben, kannst du immer noch versuchen, mir den Schädel einzuschlagen. Darauf komme ich zurück. Zur Sache. Wie steht es um deine Truppe in der Bastion? Die sechste Macht entwickelt sich langsam zu einer starken Gemeinschaft, die auch die anderen Gilden mittlerweile registrieren. Es ist besser für dich, wenn du gar nicht erst versuchst, ihre Entwicklung zu stören oder ihr Vorhaben zu sabotieren. Ich würde es sofort merken. Unsinn. Wir werden jeden Mann brauchen, um mit den Skyans fertig zu werden. Ihr solltet eure Kräfte bündeln. Besser noch, wenn ihr euch mit einer der großen Gilden verbindet. Einen starken Partner für die sechste Macht zu finden, steht ganz oben auf meiner Agenda. Natürlich. Lass mich raten, das war Dawkins Idee, nicht wahr? Klar. Warum sollte ich auf deine Forderungen eingehen? Ganz einfach. Ich habe dir sagen können, wie du die Former der Skyans lahmlegen kannst. Also habe ich doch wohl unter Beweis gestellt, dass ich weiß, wovon ich rede, oder? Also, was willst du? Ich will, dass wir unsere reellen Chancen nutzen. Ich will, dass wir uns bestmöglich vorbereiten und uns kein grober Fehler dabei unterläuft. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß, sobald wir bereit sind, gegen die Skyans in den offenen Krieg zu ziehen. Das schließt natürlich deine persönlichen Angelegenheiten mit ein. Nur ein starker Anführer mit dem Blick für das Wesentliche wird erfolgreich sein. Ach ja, eine Kleinigkeit wäre da noch. Ich will raus aus meinem Exil und wieder zurück zu meinem Volk. Du wirst mir helfen, dass ich wieder zum Rang eines Alp-Commanders erhoben werde. Aha, wenn wir zu den Klerikern wechseln, wird das aber nicht möglich sein. Aha, daher weht der Wind. Es ist nichts Verwerfliches daran, wenn ich... Spar dir das. Ich hab schon verstanden. Gut, dann haben wir also einen Deal? Okay, hier also der momentane Stand der Dinge.
Die Suche nach einem geeigneten Partner für die sechste Macht ist noch nicht abgeschlossen. Bevor wir weiter nach Marakor vordringen, müssen wir erst einmal gewährleisten, dass wir in der Lage sind, ein paar Former in unseren eigenen Ländern zum Schweigen zu bringen. Da ist noch die Sache mit dir. Du willst deinen alten Rang als Commander bei den Alps wiedererlangen. So ist es. Ich werde darauf bestehen, wenn es soweit ist. Nur weiter so. Ich werde in meinem Versteck auf dich warten, bis du alles erledigt hast. Alles klar. Auch wenn du mir keinerlei Vertrauen mehr entgegenbringst, ich werde zu meinem Wort stehen und uns zu Cassandra bringen. Besser für dich, wenn du es tust. Sonst sind wir alle erledigt. Auch du. Ja, so ist es. So ist es. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Tja. Gut, also haben wir jetzt hier auch ein Ziel. Also scheint es hiernach tatsächlich dann nur noch den Kampf gegen den Hauptterraformer zu gehen. Und dann ist vorbei. So lese ich es zumindest aus den Dialogen raus. Na gut. Gucken wir mal, was wir im Log haben. Antibiotische Maßnahmen. Das sind dann die Former. Okay, alles weitere sehen wir dann. Dann würde ich sagen, wir gucken einfach nochmal, ob jetzt die Gefährten wieder mit uns sprechen wollen. Oder hatte... Moment, oder hatte Kaya noch was? Ich glaube, sie hatte auch noch was, oder? Ja, perfekt. Mutantenjagd in Tabar? Wenn sie das Land bedrohen, meinetwegen. Okay, dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Machen wir. Da, ich kann sie förmlich riechen. Der Verwesungsgestank ist unverkennbar. Die Wahrzeichen der Infinite Skies Corporation aus der alten Welt sollen also dem Feind als Hilfsmittel zur Verbreitung des dunklen Elecs dienen. Besser, wir behalten die Dinger im Auge. So, ich muss hier nochmal eben speichern. Okay, das war jetzt auch kein Problem. Noch mehr. Achso, die ist auch schon weg. Ah, irgendwie sehe ich gerade nichts. Fischer. Ah ja, das sind die, gegen die wir kämpfen sollen. Genau. Also erstmal einen fertig machen, würde ich sagen. Okay, der schon was hat, der will nicht kommen. So, den hätten wir. 1 von 5. Speichern wir nochmal ein bisschen. Soll es so schwer sein. Hau da drauf. So, dann einmal hier so ein bisschen Heilung. Ist. Bin ich getroffen? Hey, Güte. Geh du vor, ich werde dir folgen. Alles klar, machen wir. Hier muss aber noch einer rumliegen. Perfekt. Speichern. So. Und 3 haben wir noch davon. Das wird ein Spaß. Der haut aber gut zu. Dafür hält er nicht so viel aus. Oh. Noch ein suchender Hescher. Würde was sagen, dass er uns gefunden hat. 3 von 5. Okay, die Blutkralle glitzelt nur ein bisschen. Der Hescher jedoch nicht. So. 4 von 5. Ich will gerne die Blutkralle noch einmal. Ja, klar. Perfekt. Und das hier müsste der Tote sein. Ja. Und das lassen wir uns ja nicht entgehen, hier die Sachen noch mitzunehmen. Auch das beschädigte Schwert kommt natürlich mit. Der letzte. Auch nicht der hellste. Oder der aufmerksamste. Vielleicht sagen wir es mal lieber so.
Nicht, dass ich mich so viel besser einstellen würde. Aber es reicht, um den suchenden Herrscher zu erledigen. Jo. War geschafft. Alles okay bei dir? Ich hatte schon wieder vergessen, wie wenig ich für diese bemitleidenswerten Mutanten übrig habe. Diejenigen, die vor dem Vor herumgeisterten, sind jedenfalls erledigt. Gut so. Auch wenn sie dem Vor nicht wirklich gefährlich werden konnten, ist es besser so, wie es jetzt ist. Es heißt, einige Elexitoren können Mutanten kontrollieren. Das macht sie ja so gefährlich, weil du nie sicher sein kannst, ob nicht ein wacher Geist dahinter steckt, der dir ans Leder will. Also sind die Elexitoren dafür verantwortlich? Nein. Diese Mutanten waren harmlos und nur auf der Suche nach Elex. Für Kreaturen dieser Art ein völlig normales Verhalten. Wenn sie jemand tatsächlich kontrolliert hat, dann wird sich dieser jemand jetzt darüber ärgern, dass er seine Herde zu nah an bewohnte Gebiete geführt hat. Er hätte damit rechnen müssen, dass sich das Vor bedroht fühlt und die Mutanten aus dem Weg räumt. Okay, das ist beruhigend. Soweit man es bei diesen Dingern überhaupt sein kann. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich melde mich bei dir, sobald ich eine neue Aufgabe habe. Entschuldige, es sei denn, du hast etwas anderes zu tun. Sag mir einfach beim nächsten Mal wieder, worum es genau geht, und ich sage dir, ob ich wieder dabei bin. Klingt nach einem Plan. Alles klar, dann porten wir uns mal zurück zur Bastion. Orientierung. Da haben wir die Bastion. Schwupp, einmal hin. Und mal gucken, ob jetzt die Gefährten hier wieder auf uns zukommen oder nicht. Sonst können wir uns als nächstes auch mal versuchen, um so ein Format zu kümmern. Ist die... Ach doch, sie hatte ja auch einen. Perfekt. Suchen wir deinen Plünderer, Brew. Ja, es wird Zeit, dass er seine Packung bekommt. Jawohl, Kaya ist draus. Na gut. Da, hier irgendwo soll er sich herumtreiben. Es war kalt hier. Ich kenne die Gegend. Sie ist nicht ganz ungefährlich. Dann sollten wir wachsam sein. Ist das der Hunger? Brew wird sofort angreifen, wenn er jemanden sieht. Ja. Wir sind am Hangar. Ja, das ist ja entspannt. Hier haben wir soweit aufgeräumt. Wenn deine schwarze Liste erledigt ist, bist du mir was schuldig. Das ist dir hoffentlich klar. Darüber reden wir, wenn es soweit ist. Pass lieber auf, wo du hinläufst. Mal hier in die hintere Ecke haben wir noch nicht ganz aufgeräumt. Die Alps eigentlich? Warum willst du das wissen? Wer die Luft kontrolliert, kann den Boden leichter in die Knie zwingen. Soll ich dir beibringen, wie man einen steuert? Wozu? Keine Gleiter, keine Lufthoheit. Hätte mir denken können, dass du nichts Produktives im Sinn hast. Ich sag mal so, jetzt so ganz gefährlich sieht er jetzt nicht aus, so wie er sich jetzt von dem Wolf kaputt machen lässt. Okay, das ist also Brew. Ja, das ist jetzt nicht so beeindruckend, Brew. Er ist bestimmt betrunken. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass er sich gegen den Eiswolf so schwer tut. Na gut, einmal noch draufhauen und dann war's das. Ja. War jetzt nicht so beeindruckend. Wir haben eine neue Stufe. Das ist natürlich noch viel besser. Als alles andere. Meine Fresse. Brew war ein ganz schön harter Hund. Naja. Er hat verbissen gekämpft bis zum Schluss. Naja. Hauptsache, er ist erledigt. Ja, das ist er. Dann streiche ich seinen Namen von der Liste. Wie viele Namen stehen denn noch drauf? Nerv mich nicht damit. Wir sind noch lange nicht durch mit der Sache. Bald werde ich die nächste Kandidatin ausfindig gemacht haben. Eine Frau? Ja, ich gebe dir Bescheid, sobald ich sie gefunden habe. Bis dahin mach einfach weiter. Jax.
Baram, Esora, Detak, Jax. Oh. Hätten wir Training machen müssen. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh, mein Kopf. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal ein bisschen leveln. Ja, wir gehen trotzdem zur Bastion. Kein Problem. Ich hatte sie schon fast wieder vergessen. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Okay, das wäre ja eine Mission fürs nächste Mal. Oder wir machen es jetzt, sonst vergesse ich das. Scheiße. Schon wieder. Was mache ich hier? Was habe ich gemacht? Ich sollte meinen Geist trainieren, um so etwas hier zu verhindern. Ja. So, mein Freund, wir haben einen größeren Auftrag. Sensoren auf Empfang, Commander. Wir beide müssen in die Former der Skyens eindringen und dich in die Zentralrechner stöpseln. Überlebenswahrscheinlichkeit 25,6%. Klingt gut. Ja, ich weiß. Aber wir brauchen mehr Informationen über ihre Technik, sonst bleiben wir auf Dauer im Blindflug. Sie sind hochentwickelt und ich habe wenig Interesse daran, auf ihre nächste Überraschung zu warten. Wir müssen versuchen, den Betrieb der Former zu stoppen, sonst werden wir nicht mehr lange überleben. Positiv. Erwarte Befehle. Alles klar, dann nehme ich dich mal mit. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Ja, machen wir. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Danke. Das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Weiter. Perfekt. Wir haben, glaube ich, jetzt gerade keinen... Guckt ihr uns jetzt? Ich weiß es nicht. Attribute. Genau, beziehungsweise Fähigkeiten ist interessanter. Stärke wollte ich ja eigentlich weiter pushen. Das brauchen wir nicht. Ansonsten kann man mit Stärke auch gar nicht so viel anfangen. Ne? Das hier wäre dann das nächste mit Stärke 60. Ja, wir machen Stärke. Natürlich, wir wollen ja auch bessere Waffen benutzen können. Übernehmen. Und in was für eine Fähigkeit wir investieren, muss ich mir dann beim nächsten Mal überlegen. Wir gucken nochmal, was wir jetzt hier benutzen können. Mit 54. Wir könnten jetzt die Läuferklinge benutzen. Klingt eigentlich ganz verlockend. Hat leider nur einen Sockel. Wir können den Rasierer benutzen. Das ist natürlich noch besser. Guck mal, der macht 120 Schaden. Der macht Feuerschaden. Das ist wesentlich besser. Den müssen wir dann noch sockeln entsprechend. Ja, der Rest ist halt einfach nicht gut. Und hier sind wir noch ein bisschen von entfernt. Die Dinger nutzen zu können. Die beschädigte Großaxt. Aber die bringt uns auch nichts. Nee, damit sind wir jetzt deutlich stärker mit dem Rasierer. Das wird spaßig. Ja, Fähigkeiten. Dafür reicht es noch nicht. Chemie 2 wäre vielleicht eine Möglichkeit. Können wir aber nicht, weil wir nicht schlau genug dafür sind. Schlösser knacken auf Stufe 2 wäre eine Möglichkeit. Ja, Intelligenz pushen wäre dann vielleicht auch nochmal interessant. Bergbau... brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Tiertrophäen wäre auch interessant, geht aber auch auf Intelligenz. Ich glaube, Intelligenz wäre tatsächlich nochmal interessant. Wir können bessere Waffen bauen. Das wäre sonst auch noch eine Möglichkeit, die man machen könnte. Dafür reicht's auch nicht. Nee. Ah nee, Alp. Ja, wir könnten vielleicht entweder mehr speichern. Achso, mehr Heilung geht nicht. Und mit anderen Fähigkeiten brauchen wir nicht, aber mehr Elex speichern geht eigentlich immer. Das machen wir. Komm, das machen wir eben noch. Hey du, ich muss mit dir unter vier Augen sprechen. Oder auch nicht? Natürlich, was gibt es denn? Wieder ein Auftrag in Tavar? Nein, ich... lass uns einen Ort aufsuchen, wo uns niemand beobachtet. Okay, ganz wie du willst. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht. Sag mir mal, wann du dafür Zeit hast, ja? Später.
Okay, da machen wir das. Jetzt machen wir erstmal Alp. So, warte mal, wir machen es nochmal anders. Attribute, Fähigkeiten, Alp. Dann bitte einmal Lehrer markieren, Karl. So, muss ich nicht viel suchen. Dahin, zack. Dann sehen wir auch, ob Crony uns folgt. Tut er nicht. Das heißt, nächstes Mal müssen wir uns dann noch wieder einen Begleiter suchen. Aber naja, mit Kaya können wir dann ja wieder ein bisschen quatschen eigentlich. So, bilde mich aus. Bilde mich aus. Ja, sind wir. Und jetzt möchte ich gerne das hier lernen. Zack. Perfekt. Jetzt können wir mehr Elex speichern. Wir machen wesentlich mehr Schaden. Zum einen, weil wir Stärke gelevelt haben. Zum anderen, weil wir jetzt ziemlich cooles Schwert haben, das wir noch beim nächsten Mal sockeln müssen. Also nächstes Mal müssen wir sockeln. Und wir müssen uns noch einen Begleiter holen. Gut, so viel dazu erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.